Es gab schon viele Könige vor euch. Männer, die aus dem Nichts aufstiegen. Männer, die alles riskierten für das, was sie liebten. Um im Streit zu führen, durch Tugend und um das Volk zu inspirieren. Glaubt ihr, ihr seid anders? Irgendwie auserwählt. Wer gab euch das Recht zu herrschen? Es war nicht das Volk. Es war nicht Gott. Ja. Ja, guten Tag. Also. Auch hier. Ja, ich auch da, zufälligerweise. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Das ist kein Let's Play, sondern ein Let's Play Torturo Attila Zeitalter Karl des Großen. Ihr fragt euch bestimmt, warum die Hunde nicht da sind. Die sind abgehund. Es ist einfach dazu entschlossen, wir haben einfach die ganze Zeit keine Lust mehr gehabt, diese Hunde zu machen. Nach. Die Hunde sind nicht beendet. Noch nicht. Wird jetzt so sein, dass die Hunde unregelmäßig kommen. Das heißt, wir können nicht sagen, wann wieder eine neue Folge der Hunde rauskommt. Das hier wird jetzt anstatt der Hunde fortgeführt. Im schönen Mittelalter. Ich bin das schöne engländische und unsterbliche Königreich. Königreich. Unsterblich. Aha. Ja, das ist so. Danke. Ich bin der stolze Königreich Langobarden. Ich bin das stolze Königreich der Mercia. Mein König ist genauso unsterblich. Das Einzige, was ihn töten kann, ist eine Klinge. Oder eine Pfeilspitze. Oder eine Pfeilspitze. Das hier ist Leon. Das Königreich der Langobarden. Guck mal, das ist sein Typi. Ja, mein Sperrjunge. Und der Leon ist gerade am Zug, wie ihr sich nicht gemerkt habt. Ich bin im Diplomatie. Ja. Seid gegrüßt, guter Freund. Ihr Handel. Möge ich. Ich bin älter als dein König. Ich bin älter als du. Hier sind die Informationen zur Kriegsmündigkeit, wenn ich das gerne durchlesen will. Ich mache einfach auf Stopp, lese das hier. Gut. Fertig. Da, bitteschön. Da. So, handeln überall. Steht euch zur Verfügung. Handel? Ich find's toll, wie sie alle mit mir handeln wollen. Echt? Das bin ich nicht gewöhnt. Ob Freunde hast, ne? Nee, Freunde sind so nicht. Sind nur Handelspartner. Weil dass du überhaupt Freunde auch mal haben kannst, das finde ich auch neu, oder? Das ist auch neu, ja. Wir haben ja bis jetzt irgendwie immer die Fraktion gespielt, die niemand leiden kann. Ja, das stimmt, das stimmt. Die Hunden zuerst die Römer, dann die Hunden. Die Römer hat ein tragisches Ende genommen. Ja, tragisch. Voraus. Die allerletzte Folge wurde nie veröffentlicht.
Da bin ich komplett untergegangen. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt noch existiert. Ich hab sie nicht mehr. Hat sie. Okay, sie existiert einfach nicht mehr. Das hier ist unser schicker König Offa. Das ist mal Königreich. Merci. Wir befinden uns im Jahr 768 nach Christus. Was ist denn das hier? Die langen Kriege. Was denn? Königreich. Du adoptierst den Typen. Du suchst dir eine Frau. Statthalter wirst du auch von Königreich gewinnt. Von Badai. Davon. Und du von da. Ja. Dann kommt hier einer das. Hier gibt's wenig Essen, also Nahrung bitte. Hier gibt's viel Essen, also Steuersatz. Viel Nahrung bitte. Und hier gibt's auch ganz viel Nahrung, da auch Steuersatz bitte. Danke. Warum kann ich was? Nee. Kirche ist immer gut. Kapelle gefällt mir. Ja, meine Pläne sehen aus, zuerst Venedig stürzen und danach auf den Papst gehen. Ja, mein Plan ist auf jeden Fall hier, ich weiß, dass Königreich, ja, wie heißt es nochmal, Lynette hier um Chester angreifen wird. Und, aber darum werden wir uns jetzt erstmal nicht kümmern. Ich habe eine potenzielle größere Bedrohung wahrgenommen, die sich hier befindet. Ich weiß das ganz zufälligerweise. Ja. Ganz zufälligerweise aus einer Aufnahme, die wir gerade gemacht haben. Wo dann Mark komplett am Arsch war, weil er das Gefecht verloren hat. Alles Lüge. Also, nicht verloren, sondern gewonnen. Aber alles ganz Lüge. Knapp. Alles Lüge. Sein General ist gestorben. Alles Lüge. Ich kann die Folge noch hochladen. Die habe ich noch. Das ist aber die Wahrheit. Ganz plötzlich, ne? Wort Lügen ist völlig ein Fremdwort. Ja. Nee, warte, stimmt ich sag, gar nicht. Ich sag entweder TTT. Sag ich die Wahrheit oder ich sag nicht die Wahrheit. Ja, ich sag nur TTT. Lügen gibt's nicht. Achso, nein. Entweder ich sag die Wahrheit oder ich sag nicht die Wahrheit. Das sind alle Optionen. Du hast gar keine Diplomatie diesmal. Was denn? Oh. Na komm mal, die fangen schon an damit. Wahrscheinlich mit Krieg. Also, ich weiß auf jeden Fall, ich glaube, wir sagen mal so, die Folgen von Attila gehen so zwischen 30 bis 40 Minuten. Ach guck mal, jetzt greifen die Chester an. Ernsthaft? Ernsthaft? Warum nicht? Davor die Aufnahme greifen sie mich an, jetzt greifen sie die Stadt an. Ja, deine Armee steht jetzt auch vor einer, sie steht jetzt in der Stadt, da haben die keine Chance mehr. Da brauchen wir auf jeden Fall nicht zu spielen, weil das haben wir sowieso verloren. No. Jetzt hat er jetzt schon Chester verloren? Die große Frage. Zu Runde 1 und schon statt. Nee, die Pille nur. Glück für dich. Chester war. Bist du erteilt? Das Königreich Italien. Okay. Ich kann Italien werden. Wer bist du? Ablehnen. Die mag ich nicht. Ablehnung. Scheiße. Weißt du, jetzt läuft es für mich viel schlechter als die vorherige Runde. Ja und? Toll. Du bist schuld. Alter, warum sind deine schon Rang hoch? Rüstungsschmied verbessert. Ja, konnte ich schon am Anfang upgraden. Ich auch. Nee, darfst du nicht. Und ich mach so schön viel Geld, das gefällt mir richtig. Ich hätte gerne mehr Salz. Ich bin Handelsmeister. Hier baue ich das Kaserne aus, ja.
Hier brauche ich nichts aus, okay. Da fällt mir nur noch Venedig, dann habe ich die Kunst auch komplett. Ist irgendwas? Ja, bin erkältet. Okay. Oder erkältet was anderes. Naja. Jetzt habe ich hier noch 1288 Geld übrig, aber kann nichts machen. Also 2288 Geld übrig. Geld. Wie viel machst du pro Runde? 1710. Willst du mein Einkommen wissen? Nein. 4408. Ich hab gesagt nein. Ich sag's trotzdem. So, wen von euch mag ich denn hier? Dich nicht, dich nicht, dich nicht. Okay. Nein. Das ist okay. Das ist noch besser. Armee aufstellen. Stell dich in Siena. Und rekrutiere das da. Und dann beende ich meine Runde wieder. Mission erteilt, Königreich England. Wir können zum Königreich England werden, wenn wir Wessex, Mercia und Northumbria besitzen, die Provinzen. Dann sind wir Königreich England und dann entsteht ein wunderbares Königreich. Ob wir das schaffen werden, weiß ich selbst nicht. Also einfach so an sich. Hätte ich gesagt, ich hab's schon geschafft, von daher wird es glaube ich nicht so schwer sein. Das hier muss er haben. Und das hier ist optional. Jo. Und ja, direkt auf den Punkt gebracht. Wir müssen komplett England haben. Nee, gibt das hier oben nicht. Das nicht. Wir müssen nur das hier haben. Das hier oben ist uns eigentlich, glaube ich, relativ egal, aber das nehmen wir natürlich auch, weil sonst sieht das, glaube ich, am Ende nicht so gut aus. Selbst heute noch steht diese merkwürdige Nummer und hier ist einfach nicht drauf. Blum. Ich bin eine Dienerin des allmächtigen Herrn. Ich bin auch. Du könntest deine Armee vielleicht angreifen. Ich muss erstmal die Ordnung hier hochbringen. Dann stell doch deine Armee in Chester, dann geht die auf die Ordnung hoch. Das will ich nicht. Warum nicht? Langweilig, wird zu einfach. Bau eine Kapelle. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Ach, wir muss schon das Dorf beschützen, braucht niemand. Scheiße, das Dorf. Aber ich überlege, dort hoch zu marschieren. Übrigens, London geht gerade den Bach runter bei dir, ne? Ja, wie der Rest. Aber London geht gerade extrem den Bach runter. Und da kannst du auch nicht viel machen. Nee, London hat nur minus 12 leider. Ist aber noch nicht. Minus 10 Essen, minus 12 pro Runde öffentliche Ordnung und er baut einen Handelsposten. Okay. Ist aber noch nicht so schlimm wie der Rest. Oder baue ich weiter in dem Handelsposten? Bau doch Felder oder so. Ich kann hier nichts bauen. So wenig Essen. Ja, das stimmt. Das ist möglich. Ich will da oben nichts reinstecken. Übrigens, nächste Runde beginnt die Belagerung von Venedig. Herzlichen Glückwunsch. Ja, finde ich auch toll, danke. Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst zu leisten? Meine öffentliche Ordnung stellt mir gerade so ein kleines Beinchen. Was machen hier die Ordnung so schlecht? Steuern. Okay. Das ist, ja. Was? Lehren und schlechte Steuern? Nein, die Steuern machen mir meine öffentliche Ordnung kaputt. Aber ich will sie auch nicht rausnehmen. Vor allem nicht hier in meiner Hauptprovinz, wo ich... Obwohl, das könnte ich eigentlich machen. Auch die Steuern rausnehmen. Okay, London wird steuerbefreit.
kann hier alles auch aus den Steuern rausnehmen. Das finde ich gut. London bezahlt jetzt keine Steuern mehr. Oh, ich habe schon wieder Diplomatie vergessen. Mann! Warum machst du sie auch nicht? Ich weiß es nicht. Ich überlebe aber auf jeden Fall schon mal länger als letztes Spiel. Nehme ich länger. Na, guck mal. Hallo. Hallo. Dort hinten ist die Gästetoilette. Dort hinten ist die Gästetoilette. Okay. Aber ich hab nicht das dahin wollen. Ja. Ich verstehe. Sie wollen was zu essen. Haben wir nicht. Gibt's nicht. Nicht für euch. Ich brauch Chester wieder. Ja, bräuchtest du. Aber hast ja eine Armee da, ne? Ja. Und den Chester wieder, weil ich habe echt Nahrungsmittel. Ah, ist okay. Knappheit. Nimm halt die. Krieger. Nahrung ist okay. Nahrung ist okay. Gut. Nahrung ist nicht ganz okay. Nahrung ist okay. Nahrung ist okay. Ah, Nahrung ist nicht ganz okay. Also, ich glaube, wenn ich meine Marinettenstaaten dazu ziehe, dann werden sie mir die Marinettenstaat kündigen. Dann mach das. Nee, finde ich jetzt nicht so toll. Tolle Fahrt. Bitte was? Warum sind sie so stark? Dann belagere ich euch halt ein bisschen. Ich hab Zeit. Du bist halt Venedig. Ich will sehen, was der hat. Ich kann es aber nicht. Der hat viel. Der hat leichte Kavallerie, Bogenschützen. Söldner, der Langobarde, der hat meine Keulenkämpfer. Ja und? Guck mal, dieses Überläufer. Arschloch. Überläufer. Hermann Speerkämpfer. Eindeutig Überläufer. Ja, schlimm, ne? Mann, die Überläufer. Hasse euch, Überläufer. Hier geht's komplett den Bach runter. Gut. Muss ich hier denn das rausmachen? Das ist Exchat. Geh da weg. Ich brauch Nahrung. Rum. Du hast. Nee, du hast nicht 30 Einfluss. Du bist auch nur. Du bist nur dran. Was kann meine Königin da eigentlich? Nicht viel. Gar nichts. Nicht viel nur. Sicher dir mal seine Loyalität, bitte. Der hat nur 4, das gefällt mir nicht. Falsch. Hier geht jetzt öffentliche Ordnung hoch. Das ist gut. Hier ist er neutral, ist auch okay. Hier geht's runter. Dann bau halt die das Priorat. Runde beenden. Ach, Brunschett, Alter. Ich will aber keinen Fall mehr einsetzen. Nee, will ich nicht. Okay. Ist okay. Aber. Aber dich selbst. Du hast einen Spion vor deiner Tür. Hat auch gemerkt gerade. Aber bevor das alles vorfällt, fange ich erstmal mit Diplomatie-Handel an. Das ist gut. Wollt ihr handeln? Wir hören uns eure Angebote gern. Marc, die hören mich gerade nicht. Ich muss kurz weg. Im Namen meines Volkes willkommen. Und auch von mir.
Kommt und sprecht. Das Volk wird sich das, was ich höre. Gut. Ich biete meinen Salut und die guten Wünsche unseres. Na gut, dann halt nicht. Ich erwarte eure Befehle. Den nervten. Wie kann ich von Nutzen sein? Für den Stamm! Ich sehne mich nach einem Kampf. Wir werden diese Siedlung für den Stamm einnehmen. Machen wir das da. Auch linken Agenten. Der Herr segne euch. Wie kann ich euch helfen? Ich könnte noch mehr tun. Ich verbringe meine Zeit lieb. Ja. Hier, da haben wir nochmal ein Königreich und steht, alle sollen euren Namen kennen. Moral plus 5, alle Streitkräfte, Loyalität plus 1, Wachstum plus 5, alle Provinzen, Handelseinkommen plus 10% durch Zölle aus Handelseinkommen. Republik Venedig. Okay, doch gerade nichts mehr. Ich bin nicht was vom Lernen will. Und? Ja. Ich würde sagen, wenn ihr aber nicht die Wartezeit miterleben wollt, spult ein paar Minuten vor. Ich würde sagen, so 3. Cool, 3 Minuten. Naja. Was denn? Hallo? Hallo. Hallo. Venedig greift mich an. Ja, Venedig greift mich an. Finde ich nicht toll. Schaffe ich, glaube ich, nicht. Zurückziehen. Unser Angebot ist gerecht. Scheiße, Venedig. Alles wird so sein. Was machst du denn gerade? Ich gucke gerade alles an. Was ist alles? Geht schon mal, einen Plan schon mal. Okay. Okay, hier sinkt schon mal die Nähe. Geht auf jeden Fall wieder hoch. Das klingt gut. Wir sehen nur noch. Ich glaube, die machen, glaube ich, in dem Rest bauen. Aber wieder das Problem mit.
Nahrung ist schlecht. Also wir müssen auf jeden Fall Chester hier ein. Chester? Ja. Muss ich eine unterhalten. Dann warten mich die öffentliche Ordnung steigt und dann ziehe ich weiter. Hab momentan nur noch nicht das Geld, war die Einkommen, um eine zweite Armee zu finanzieren. Ich schon. Hab ich leider nicht das Geld für. Ja, du bist auch relativ reicher als ich. Ja, ja. Erlass, ich hätte ja gerne mehr Nahrung. Und dann bist du. Okay. Dann erster Zug. Sie sollen vor uns niederkauern. Also das will ich irgendwie nicht spielen. Einfach aus Prinzip. Bereit zum Kampf. Ich erwarte eure Befehle. Verstärkung. Tät. Dann nehmen wir. Du kriegst eine Rebellion, ne? Wann? Wie? Wo? Nächste Runde in deiner Hauptprovinz. Normalerweise schon, ja. Dein Volk ist unzufrieden. Ein bisschen. Ein paar Runden ist es noch unzufrieden, dann dürfte es nicht unzufrieden sein. Eine Musterungshalle ist beschädigt. Ja, ich weiß. Ich muss unbedingt Geld aus Handel abgewinnen können. Ich biete meinen Salut und die guten Wünsche unseres Volkes an euch und die euren. Worüber wollt ihr reden? Ich heiße euch im Namen des Volkes willkommen. Kroatien, Peter. Seid willkommen, werter Gast. Dann machen wir es so. Ich bin sicher, eure Worte werden die Ehre eures Volkes in unseren Augen nur steigern. Gut kommen. Würde ich nicht. Dann ziehen wir weiter zu ihm hier. Im Namen meines Volkes. Nein, er will natürlich auch nicht handeln. Hallo, willst du handeln? Ich heiße euch im Namen des Volkes. Nee, dann halt nicht. Dann gehe ich wieder. Der Tag. Willst du handeln? Recht. Ihr habt. Doch, er will handeln. Yay! Best friends forever. Nein, mit denen will ich nicht. Aber du hast halt einfach nur Holz. Wir heißen euch willkommen. Sprecht, Freund. Mit dir will ich auch nicht. Das ist so nicht so toll. Im Namen Gottes seid gegrüßt. Ach komm. Sizilien gibt mir natürlich am meisten Geld. Wie viel Geld bringt mir der Handel mit dir? 102. Wieder einfach alles hast außer Blei. Ich habe einfach nichts. Rein. Noch Holz. Nichts. Holz. Holz. Ich hab Holz anscheinend. Ich habe nicht gebaut. Ach da, ja. Es gibt kein schöneres Ende, als im Kampf zu sterben.
Seid ihr bereit, dem Stamm euren Dienst zu leisten? Mein Volk hat ein bisschen Hunger. Was ist ein bisschen? Kriegsmüdigkeit ist auch ein bisschen. 9% ist doch noch nicht viel. Ja, die Handelsbeziehung mit euch beendet. Dass eure Kaufleute unser Land verlassen und wir unsere Händler aus dem euren abziehen. So sei es. Was soll das heißen? Ihr seid das nächste Land, in dem ich einfalle. Ich hab einfach mein Klärenkönigtum und Handel mit mir beendet. Das erste Land, was ich umbringe. Mag ich wohl nicht. Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Leon, willst du dich irgendwann mal wieder auf Venedig los? Doch, demnächst, ja. Hallo, Rebellion. Hallo. Alle Freunde, ne? Hallo. Oh, lustig, ne? Wie viele Einheiten hat das? 8. Ich weiß nicht, ob ich versuchen will, aber ich könnte mit der, was dann mit den Leuten da drin sind, mit der Garnison, könnte ich das eventuell versuchen zu halten. Erfolg. Jetzt Angriff. Wie kann ich von mir versuchen? Was? Mit meiner Garnison die Rebellion dann aufzuhalten. Das könntest du versuchen. Ich weiß nicht, was er hat, das der Nachteil. Kann ich dir irgendwie auch nicht sagen. Zurzeit, glaube ich. Siehe, du magst mich ja nicht, ne? Weil wir auch wie Krieg haben. Ich weiß auch nicht warum. Hast du nichts mit zu tun? Nein, die haben einfach Sizilien geholfen. Kann ich nicht darüber erzählen. Ich meine Venedig. Und Venedig mag mich immer noch. Wenn ich jetzt wieder aus Chester abziehe, dann greift der mich wieder an. Ja. Wenn ich in Chester bleibe, greift der mich an. Nee, ich will den nicht. Glaube. Es ist. Schau. Wenn ich hier handle. Chester nicht ab. Glaube, wir bleiben. Ich behandle jetzt hier, glaube ich, so gut wie ganz Großbritannien. Das gefällt mir. Da ja. Kriege ich viel Geld durch. Irgendwann behandelst du England. Ja, irgendwann behandle ich. Irgendwann handle ich mit England. Aber erst irgendwann, leider. In England. Erst muss England ja erstehen. Entstehen. Ich muss hier gerade über die Steuern rausgehen, damit die öffentliche Ordnung nicht in Keller geht. Nee, du kannst ja Königreich Italien werden. Ja. Dann handeln England und Italien. Was meinst du, ist toll Italien zu sein am Ende? Wird lustig. Denke ich mal, hoffe ich mal. Kann man die Hauptstadt eigentlich ändern? Weiß ich nicht. Aber ich soll alles aus dem außer Roma. Siehst du das Ding? Ein skrupelloser Villatschreie. Kommen denn eine Runde nicht?
Was ich 1050. Das können wir nicht. 80. Warum könnt ihr das denn nicht? Das war ein eindeutiger Befehl. Verstehe die Problematik. Fallt zurück! Da greifen wir eventuell doch nicht an. Eigentlich so Bock drauf. Warum? Warum? Nee. Ihr könnt euch beschweren, wenn eure Füße. Wo denn? Nee, dieses die Ding gar nicht wie. Ja, das sind ein paar viel zu. Das sind ein paar viele Männer. Ja, 11, 12 Einheiten. Ich schlag doch lieber die Rebellion. Rebellion niederschlagen. Liegt mir logischer gerade. Das ist keine Rebellion, das sind Separatisten. Achso, sorry, Bürgerkrieg. Scheiß Rebellen. Nein, Separatisten. Scheiß Bürger. Ich lasse alle kreuzigen. Okay. Und zur Abschreckung für Piraten in die Meere hängen vor London. Mach das. Mach ich. Und guck mal, er greift Schwester an. Als ob ich wahrsehen könnte irgendwie. Wie unerwartet. Ja, ne? Nein! Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Was denn? Was ist denn? Hä? Wer ist Wiglaf? Was denn für ein Wiglaf? Wer ist Wiglaf? Wer ist Wiglaf? Weiß ich selbst nicht, das ist Handelsabkommen. Ist ganz einfach. Ist er gestorben? Wir erhalten einige eurer kleinen Handelsgüter. Handeln? Im Geld. Austausch gegen unsere Waren. Mit denen handle ich jetzt übrigens auch. Aber ich will nicht mit Northumbria handeln. Auf die muss ich später losgehen. Ja, später, du hast noch Zeit. Okay, ich handle. Und zumindest war es bei mir so, dass sie von den Pikten zerstört wurden. Also hast du noch ein bisschen Zeit. Bei mir, wo ich gespielt habe, war es andersrum. Sie haben die Pikten zerstört. Bei mir haben die Pikten sie zerstört und die waren eigentlich meine Freunde. Pikten. Ja? Pikten waren deine Freunde? Nein. Die Typen da, die was auch immer. Northumbria. Okay. Los! Das kann ich schlagen wieder, das kriegen wir hin. Ich werde höchstwahrscheinlich meine Stadt an die Bürger verdienen, aber ich werde sie nächste Runde wieder einnehmen. Komm. Das kriegen wir hin, Marc. Das kriegen wir hin, irgendwie. Das haben wir auch beim letzten Gefecht gesagt. Was ist da passiert? Wenigstens kann man. Wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Oh! Digga, der Rat ist ein bisschen. Dein Erbe kämpft dir gerade, ne? Ja. Ach du Scheiße. Gut, wir haben verloren. Mein Erbe ist zufälligerweise Provinzhalter. Ja, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Der kriegt das hin. Wenn er das hinkriegt, dann ist er Held. Ja, ich habe übrigens noch nie erlebt, dass zum Beispiel ein 6-Jähriger oder so König wird. Wie alt ist der Typ? Der da? Ja? 24, glaube ich. Okay. Oder 34. Mein Erbe ist 24, genau. Ich glaube, das Beste ist, dass wir uns im Mittelpunkt verschanzen, oder? Die Fernkämpfer würde ich zuerst an die Mauer stellen und dann rechtzeitig zurückziehen. Ja, müsste ich die Lager kaputt machen können. Ich glaube. Krieg ich irgendwas? Ich glaube, ich überlege, wo ich. Meinst du, es wäre klug, die Barrikade hier hinzustellen? Wo ist hier hin? Blauer Kreis auf der Karte. Du willst hier auf den Punkt verschanzen, ne? Weiß es nicht. Ich überlege, ob wenn ich das mache,
nicht erst die Mauern schaffen, hochzukommen. Das wäre eher schlau, ja. Also wäre jetzt für mich so der schlauste Spot hier zur Zeit. Dann tue ich die da hin. Danach muss hier außen rechts können sie nicht lang. Die müssen ja da lang. Da rechts außen geht's ja da. Doch, geht schon lang, aber es ist halt ein riesiger Umweg. Ja, dann stelle ich das da hin. Die und die stelle ich hier hin. Die Nahkämpfer verschanzen wir dann da hinten. Kriege ich irgendwas? So, ja. Ist doch. Ach, die Fernkämpfer. Okay. Ich habe Barrikaden. Jetzt muss ich zaubern. Mich. Jetzt muss ich zaubern hier, ne? Ich verbarrikadiere mich. Brennendes Geschoss. Okay, ich bin bereit. Meine Typen stehen auf der Barrikade. In Kriegsfalle. Okay. Meine Typen stehen auf der Mauer. Ja, weil ich weiß, dass das wird eine harte Lagerung. Von denen. Mhm. Wenn ist der letzte Punkt einfach im Mittelpunkt. Wir kämpfen, um den heiligen Boden zu verteidigen. Verteidigt diese Mauern mit eurem Leben. Die haben Rambo dabei, scheiße. Das kann nur lustig werden. Ich würde sagen, Hauptziel ist Bogenschützen zu töten. Warum? Weil die Bogenschützen am Ende mir, glaube ich, werden die überleben am meisten Schaden zufügen. Der Feind wurde gesichtet. Also soll ich die Bogenschützen wegschießen, okay. Ich überlasse dir das. Du kannst versuchen. Ich schieße die Bogenschützen weg. Du bist zurzeit mein Befehlshaber. Mach das, ich bin mein Befehl, dann ist das, ich mach das, was du beschlossen hast. Das ist ein toller Befehl. Was sind das da? Ausgewählte Speerkrieger. Das ist mal bis jetzt meine. Auch bis jetzt meine. Auch besser als meine. Nee. Die sind schlechter. Besser. Ja, nein. Nee, ihr schießt bitte auf die. Und ihr schießt bitte auf die hier. Schießt sie kaputt, bevor sie an die Mauer kommen. Türme, trefft den Turm. Den Turm. Die Leiter soll kaputt gehen. Die Leiter, nicht die Leute. Schieß die Leiter kaputt. Schnell. Okay, die Bogenschüsse geht zurück. Stimmt, wir hätten die Leiter zerstören sollen. Ja, ich hab schon hier. Ich wollte auf die schießen, aber die Leute wollten es nicht. Eine Leiter ist kaputt. Eine Leiter ist zerstört. Und die Bogenschützen fliehen fast. Oh, die Bogenschützen hauen ab. Hier ist ein Friedhof. Schnell lauft. Ja, Rambock, wir müssen Rambock auf jeden Preis aufhalten. Ich kann nicht mehr. Die Bogenschützen, die verdammt weglaufen. Und die Plänkler, die ziehe ich zurück. Oder ich halte lieber die auf. Halte sie auf. Es ist nur eine Garnison, die am Ende sowieso drauf geht wird, also. Ja, deswegen sage ich es ja. Haltet sie auf. Lasst die Bogenschützen schießen und haltet sie auf. Die anderen Bogenschützen brauchen wir auf jeden Fall. Die müssen. Der Feind hat uns erreicht! Er ist auf den Mauern! Die haben nicht unter die Munition, ne? Nur so. Weiß. Das stimmt schon. Alle Einheiten sind relativ gut geschwächt. Unsere Männer fliehen vom Schlachtfeld. Ja, ne? Das ist eine Schande. Das war alles, was ich machen konnte.
Das ist auf jeden Fall schon mal etwas Gutes, weil der Rest immer so doof ist, hochzukommen. Aber jetzt haben sie das Tor offen. Gleich. Wir müssen eh gegen die Barrikade. Er schießt gerade deren Einheiten kaputt. Also die Nahkämpfer da. Die da schön mit dem Rücken zu mir stehen, das gefällt mir doch. Oh. Ein Gegner weniger, das ist gut. Oh, die Kavallerie kommt. Oh, scheiße. Das könnte ein Problem werden. Der Turm liegt in Schutt und Asche. Also, ich finde, am gefährlichsten sind zurzeit diese Schwertkämpfer, weil die sind echt stark. Oh, Kavallerie, geh weg. Kavallerie, geh weg. Hilfe, Kavallerie. Es reitet irgendwie komischerweise alles in deine Richtung, Leon. Der Rest kommt geh gar nicht zurück. Hierher. Irgendwie interessiert sich der Rest nicht dafür. Ja, die Bogenschützen sind tot. Ich schieße mir wenigstens noch ein bisschen. Schieß sie kaputt! Jetzt lauf! Ich hab das Gefühl, die kommen jetzt alle von dort. Hilfe! Hilfe! Gut, ich versuche gerade Bogenschützen zu retten. Gibt's noch eine Möglichkeit? Wir stellen uns da so auf. Sie verfolgen mich! Hilfe! Schießt! Es kommt einfach jeder hier hinten rum. Ja. Lauft! Lauft doch! Lauft! Okay, das schafft er nicht mehr. Dann greift an. Ich habe so viel umgebracht, wie ich konnte. Die Männer haben aufgegeben und laufen um ihr Leben. Das ist gut. Der ging nicht. Der Rest rennt auch schon, um sich zu positionieren. Wo sind deine Axtkämpfer? Ach, die stehen noch draußen. Gib die mir, die können. Dann bring ich sie rein. Und du kannst dich auch ausgerechnet konzentrieren. Ah, die sind ein bisschen schnell. Ja, ich hätte Kavallerie, ne? Na leid, ich wollte. Definitiv. Das schaffen deine Speckkämpfer noch. Die Speckkämpfer schaffen das auch. Rennt, ich glaub, Leute! Ja, guck, die sind früh genug da. Da sind sie. Los, Kavallerie! Renne Speckkämpfer rein! Ja, das machst du gut! Angriffsbefehl auf die Kavallerie! Angriffsbefehl auf die Kavallerie! Ja, so ist gut. Dann geht die down. Der Rest finde ich gut, dass er hinstehen bleibt. Nein, die sind schon auf dem Weg zu dir, ne? Die sind halt nur scheiße langsam. Da kommt die zweite Einheit. Auch umbringen. Alles umbringen. Angriff, Angriff, nicht zurück. Warum rennst du mit dem Rücken zur Kavallerie? Das ist tödlich. Letzte Speer, Leute. Kämpfer, greift an! End! Nee, ich bin hier ein General. Ich schicke die Axtkämpfer mal vor, ne? Versuch mal so gut du kannst, da hinten die Bogentypen umzubringen. Na, das wird schwer. Wie soll ich denn da hinkommen, bitteschön? Weiß ich nicht. Rennen hier um Stein hinten rum, da irgendwie hier so. Angriff! Haben die Chancen? Gegen die einen ja, gegen die anderen nicht unbedingt. Greif doch mit an. Guck, hier schießt gerade der Turm noch auf deren Einheiten. Deswegen bin ich hier schön, habe ich hier den Kampf genommen. Ich weiß nicht, ob er so klug ist, ob er damit eingreifen sollte. Weißt du was? Wir haben Venn eh verloren. Attacke! Deren Einheiten werden hier sogar beschossen, also. Vom Turm. Angriff! Alle Mann! Sturm! Scheiß Bürger! Lehnt euch nie wieder, gebe ich auf!
Es ist eine schlechte Wahl, sich aufzulehnen gegen den Herrscher Englands. Sehr schlechte Wahl. Und den Herrscher Italiens. Tötet sie! Tötet sie! Bringt sie zur Strecke! Schießt der Turm da hinten auch nochmal? Der schießt schon. Glaube ich. Glaub. Er schießt nicht. Was ist deine Reichweite, Turm? Turm, was ist deine Reichweite? Müsste aber eigentlich schießen. Glaube ich. Ja, müsste er. Turm, schieß doch mal bitte. Hallo, Turm. Irgendwie will er nicht. Irgendwie will er nicht. Guck mal, da hinten. Da hinten sind Leute. Die darfst du abschießen. Freu dich, guck mal. Siehst du? Wir gewinnen den Kampf. Wir gewinnen den Kampf. Das kriegen wir hin. Ja, sag ich doch, das kriegen wir hin. Für England. Für England. Kannst du mit deinem General irgendwas machen? Irgendeine Fähigkeit? Generalfähigkeit, mach was! Kriegsschrei war das einzige, was ich konnte. Ja. Hast du zum Kriegsschrei gemacht? Ja. Nein, Axt, Deutschland, ihr seid noch nicht am Ende. Geh auf die Schwerkämpfer, geh auf die Schwerkämpfer. Die Axt sind wieder da. Angriff! Ne, warte. Ihr geht außen rum jetzt. Ihr geht jetzt außen rum und macht die Bogenschütze kaputt. Geht auf die Bogenschützen, ne? Ja, ja. Jetzt auf den General. Den kriegst du hin. Du bist hier in der Überzahl. Weiter in der Überzahl. Er verliert auch den Kampf. Los, Axt, Leute! Nicht, wenn jetzt ja keine Ahnung, was der da hinten irgendwie meinen Typen da oben haut. Das wäre jetzt scheiße, ja. Aber hier ist der hier, wankt schon. Ah, der General ist tot. Rote Formation und rennt! Rennt! Okay, wir haben es geschafft. Sag ich doch. Okay, ab sofort allen Überlebenden. Von allen Überlebenden werden ab sofort gefoltert und ihre Köpfe an den Mauern der Hauptstadt abgehängt. Ach du Scheiße. Das, du bist ein komischer Herrscher. Das passiert mit Leuten, die sich gegen mich auflehnen. Und was wäre, wenn ich mich gegen dich auflehnen würde? Na, also, ich muss ja nicht gegen dich auflehnen, aber wenn. Hallo. Nein, der Rest wird einfach nur zu Tode verurteilt. Öffentlich hingerichtet. Siehst du, sag ich doch. War easy. So gut, dein Erwald überlebt. So, Bürger, überlegt euch ein drittes Mal, ob ihr mich angreifen wollt. Ich bin dran. Die Rebellion lebt. Wir haben 53 Minuten, Mark. 53? Ja. Ach, dann habt ihr einen tollen Kampf gesehen. Am Ende, würde ich meinen. Hm. Ne? Dann wünsche ich euch viel Spaß bei eurem weiteren Tag und... Ich habe, glaube ich, schon einen Kampf für nächste Runde. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Folge wieder. Und ja. Ich glaube, das war's und sag einfach nur ciao. Tschüss.